Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Part, ja. Vom letzten Mal haben wir eine Osterinselstatue gefärbt und jetzt ist hier die nächste Herausforderung dran. Ich muss von hier aus jetzt darüber springen. Hopp. So, dann füttern wir erstmal das und vielleicht auch schon das da unten. So, wie viel kostest du mich? 10. Kann ich die Inselstatue ja auch nochmal eben kurz befreien. Also ich finde das System von diesem Spiel echt interessant. Jetzt habe ich eine Osterinselstatue für meinen Spind. Damit könnte ich mich halt umsehen. Es gibt bestimmt zumindest irgendwas dafür, wenn man einen ganzen Sektor reinigt. Tanzfläche des Todes. Überlebe eine volle Minute. Okay. Eine volle Minute überleben. Ohne Waffen. Okay. Einfach nur überleben. Ach, sind das nur so Schockwellen? Ah, da kommen mehrere. Okay, das wird wahrscheinlich im Verlauf richtig heftig. Ja, bisher ganz easy. Das ist der krasseste Jump'n'Run, den ich jemals hatte. Aua. 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 Zum letzten Checkpoint. So, ich hab die Dose. Oh, da scheinen sehr viele. Ja, ich sollte die eventuell erstmal in Ruhe lassen. Boah, wird das heftig. Okay, meine Rüstung hat sich erholt. Ich habe die Dose geholt. Das Spiel verlangt gerade Sachen von mir. Eine Sekunde noch. Eine einzige Sekunde. Dann hätte ich es geschafft. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. Oh, geschafft. Okay, diese Dosen, die waren einfach nur nebenbei Sachen, die man sammeln konnte. Ich habe das jetzt bei dieser Runde gelassen. Weil das es einfach nur 10-mal schwerer macht, diese Dosen zu sammeln. Alter, das war heftig. Ey, 2000, das ist sogar noch zu wenig, finde ich. So schwer, wie das war. So, 1400 kostet das. Ist aber auch ordentlich Fläche. Hier ein Secret. Ein paar kriege ich zurück. Dann wäre hier auch noch mal ein Weg gewesen. Schade, die Sticker sind nix. Ist hier sonst noch irgendwo was versteckt? Da ist eine Kugel, die muss ich noch wegmachen. So, jetzt ist hier auch ein Weg. Müssen ja, wenn, richtig aufräumen, ne? Oh, ein Fragezeichenballon. Kann ich noch nicht abschließen, weil der Weg nicht frei ist. Okay, das hier ist jetzt wieder ein Story-Level. Das erkennt man daran, dass mehrere Waffen zur Verfügung stehen. Und vor allen Dingen ist der gerade Ausweg ist. Wenn die Ausrüstung hier zur Verfügung steht, dann ist es immer die Story-Mission. Außerdem sind die gratis. So, lenk ihn ab, mein Kumpel.
Ick, die kommen ja einfach aus dem Boden. Ich hab doch Reflexe wie ein Rentner, sowas kann man mir nicht antun. Wurde sein Mini gerade einfach in den Untergrund geschickt? Okay, Trisoka auf, was genau soll ich zielen? Ernst gemeinte Frage, auf was genau soll ich gerade zielen? Also, die Waffe hier drin gedacht. Ich verstehe schon. Aber ich schaffe das auch ohne Trisoka, denn ich bin krass. Sag ich doch. Die Trisoka hätte das 100% einfacher gemacht. Boah, diese Überraschungsgegner sind fies. Und geschafft. Das war doch easy. Ich glaube, offscreen würde ich halt wirklich so nebenbei diese Nebenmissionen da machen. Halt mit allen Waffen die Sachen abzuschließen. Ah, ich kann wieder was upgraden. Dann schalt mir mal unser nächstes Upgrade frei. Ein bisschen besser Tintentoleranz. Höhere Feuergeschwindigkeit bei meiner Waffe. Also bei der Story-Waffe. Und ein besseres Tankenvermögen. Ja, mehr Tinte generell bin ich immer für. Ja, guck mal, damit kann man auch viel besser arbeiten. Zu den Osterinseln da oben will ich auf jeden Fall. Boah, brauche ich hier viel. Abgesehen von dem da. Der ist billig, der Rest kostet. Was haben wir denn hier oben? Da ist wieder ein Secret. Eine Goldplatte. Die Musik hier wird jetzt noch etwas cooler klingen. Spitzt die Ohren. Oh. So ein Locken sollte ich auch mal vorlesen. Der Fortschritt der Technik war unaufhaltsam, rapide und tödlich. Denn jede neue Entwicklung brauchte Wohlstand und Gutes mit sich. Es dauerte nicht lange, bis die ganze Welt in erbarmungslose Konflikte gestürzt worden war. Bis schließlich nahezu alles Leben vernichtet war, wenn es einst auf der Erdoberfläche existierte. Zu den endlosen Scharmützeln der Menschen gesellte sich eine wachsende Zahl verheerender Naturkatastrophen. Vulkane, die Städte in Asche verwandelten. Das Meer, das wuchs und wuchs, um den Planeten zu verschlingen. Die Menschheit blickte der endgültigen Auslöschung entgegen. Es dauerte nicht lange, bis Mutter Erde ein einziges Ödland war. Kein Wesen mehr auf ihrer Oberfläche zu leben vermochte. Doch halt, einige Menschen gab es, die überlebt hatten. Auch wenn ihre Überlebenschancen mit 1 zu 42.791 verschwindend gering gewesen war. Nicht der ganze Planet war also unbewohnbar, sondern nur der allergrößte Teil. Die Überlebenden fanden ihre Zuflucht in einem gewaltigen Höllengewölbe. Entstanden in einem der vielen schrecklichen Vulkanausbrüche. Ich kann das halt nicht lesen. Das war kein Anfall, ich konnte es halt nicht lesen.
haben bisher auch hier kaum Schriftrollen gefunden, ne? Wir haben die dritte, aber die erste und zweite nicht. Ich will hier auf jeden Fall alles absuchen nach diesen Schriftrollen, bevor ich ins nächste Gebiet gehe. Halten, schießen, springen. Oh nein, der Haftsprung. Ich weiß nicht, wie ich den einsetzen muss. Ach, den habe ich unbegrenzt. Ich habe ja zum Glück auch meine Knarre. So. Zack. Weg mit dir. Tschüss. Tschüss. Ihr Loser. Richtig easy. First try. Nein. Ah, zum Hochklettern ist der ganz gut. So, da will ich hin. Hat gerade so funktioniert. Oh Gottes Willen. Irrgarten. Die hören echt nicht auf. Okay, ich verstehe schon. Das ist ein sehr interessantes Rätsel. So, jetzt bin ich hier oben. Und über die Säule muss ich jetzt da hochklettern. So, da ist das Ende. Da oben scheint nichts zu sein. Das könnte fies sein. Und tschüss, Scharfschütze. Okay. Das haben wir doch relativ easy geschafft. Haften, schießen, springen. So, was können wir uns denn jetzt noch als nächstes hier freischalten? Noch ganz eng, dieser Gang. 600. Die haben wir. Hier ist ja bestimmt was versteckt. Ich finde es interessant, dass wir halt bisher keine dieser Schriftrollen finden. Sind die so selten? Oder sind die einfach nur extrem gut versteckt? Ich will jetzt einmal kurz am Anfang gucken. Weil die dritte, die wir gefunden haben, die war relativ nah. Ah, hier haben wir eine. Lang ist es her, da wurde das Land von einer Sintflut ertränkt. Und alles ward verloren, bis drei Lichter vom Himmel stiegen. Die Lichter verschlangen das Unheil. Und als Dank widmeten ihnen die Bürger feucht, aber fröhlich beim großen Fest drei Schreine.
Ah, damit ist das Splatfest gemeint. War das jetzt hier Schrifthalle 2? Tatsächlich. Okay, einfach suchen, dann finden wir die Schriftrollen schon. Die sind nicht numerisch sortiert. Wir haben die vierte gefunden. Wildes Leben, freies Leben. In dieser Stadt kann alles geben. Kulturen ist was für Verlierer. Leidenschaft zählt und Energie. Ich will Power, bis ich überkoch. Ich habe versucht, ein bisschen das musikalisch zu machen, aber man sieht, wie musikalisch ich gesegnet bin. Dieser Gang dahinter, der sieht auch so geheimnisvoll aus. Einmal kurz gucken. War eine gute Idee. Ich brauche 3 Anchoviums fürs nächste. Außer für das da, aber ja, auch dafür brauche ich 3. Na gut, hier war ein Anchovium. Darüber beschwere ich mich nicht. Na gut, Leute. Alle 5 Folgen, die jetzt diese Woche kamen, habe ich am Stück aufgenommen. Ich beende hier dann jetzt auch diese Aufnahmesession. Ich gucke gerade nur, ob ich hier eventuell was vergessen habe. Weil kann ja gut sein, dass die erste Schriftrolle halt wirklich genau am Anfang ist. Da will ich halt gerade eben kurz nochmal prüfen. Okay, ich sehe jetzt nichts, was darauf hinweist, wo hier eine Schriftrolle wäre. Naja, wie gesagt. Hier würde ich das dann jetzt für heute beenden. Das war's mit dieser Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal. Ich werde gucken, dass ich halt zwischen den Folgen jetzt hier immer nebenbei die ganzen Nebensachen hier abschließe. Dass immer alle Waffen fertig sind, falls das am Ende doch wichtig ist. Und zur Not, es sind ein paar Eier, die wir zusätzlich bekommen. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!